Hallöchen Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Ich habe einen guten Tipp erhalten. Ich habe nämlich eine kleine Story für euch. Wie wäre es denn, wenn wir das nochmal mit Cain versuchen? Ja, mit Cain. Kommt von mir aus. Ich habe eine kleine Story für euch. Und zwar, ich habe zwischen dem letzten und diesem Run, heute ist der 2. Mai, oh mein Gott, wir brauchen eine Bombe, habe ich Green 9090 angeschrieben. Also Green im Sinne von Grün 9090. Und das war gerade knapp. Den habe ich angeschrieben und habe ihn mal gefragt, hey, wie ist das eigentlich genau in Binding of Isaac? Kann ich das irgendwie beeinflussen, was für Items ich bekomme? Und weil er hat nämlich, das ist nämlich ein englischsprachiger Let's Player, er hat einen Kanal, 10.000 Subs ungefähr und, oh, eine Pille, das ist doch gut, was bekommen wir denn? Health up, yeah! Ja, wir haben, den habe ich angeschrieben und, den habe ich mal gefragt, inwiefern ich es beeinflussen kann, welche Items ich bekomme, denn es ist mir doch ein bisschen leid, jedes Mal dieselben Items zu bekommen. Und zwar jedes Mal dann, Cat and Nine Tails, Pageant Boy, bla bla bla, den ganzen Scheiß halt. Und HP-Upgrade bis zum Abwinken und Deal with the Devil 0. Das und der hat mir zurückgeschrieben. Sehr schnell sogar, aus irgendeinem Grund. Der hat mir zurückgeschrieben, der hat dann gesagt, das ist normal, das kann keiner beeinflussen, das ist halt so. Binding of Isaac ist halt scheiße. Abel, ja, von mir aus, den nehmen wir. Oh, das ist ein ganzer Zufall, wir sind Cain und Abel. Yay! Übrigens, wer Abel noch nicht kennt, Abel ist sozusagen ein Doppelgänger von uns, der in die entgegengesetzte Richtung wie wir schießt. Also schießen wir nach rechts, schießt er nach links und wir nach oben, er nach unten. Das nur nebenbei. Nebenbei, also bei im Sinne von kaufen. Apropos kaufen. Ich erzähle mir erstmal die Story von Green zu Ende. Also der hat mir auf jeden Fall versichert, dass ich am Anfang, also einen kleinen Tipp, dass ich das Einzige nur beeinflussen kann, indem ich am Anfang versuche, keinen Schaden zu bekommen und dann Deal with the Devil eingehe. Also nur falls ihr es nicht wisst, nur falls diejenigen nicht zu, also die letzte Folge geschaut haben, wo ich das erklärt habe, also nicht die letzte Folge, die kam, sondern ich meine die letzte Folge, wo ich es erklärt habe. Dort habe ich nämlich erklärt, wer hat das gedacht, dass man Deal with the Devil bekommt, wenn man erst, also den Bonus erhöht, die Chance erhöht, Deal with the Devil zu bekommen, indem man erstens mal im Floor selber keinen Schaden bekommt, dann im Bossfight keinen Schaden bekommt und dazu einen Penner in die Luft jagen, gibt auch einen Bonus. Und wenn wir in den ersten Floors, das heißt in den ersten zwei oder beziehungsweise im zweiten, keinen Schaden bekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher, dass wir einen Deal with the Devil bekommen. Und komm schon, Abel, schieß mit mir. Sei ein Schießer mit mir. Aber ja, das hat er uns, geraten, sagen wir. Und Duke of Flies geht ganz schön langsam down. Komm schon. Wäre das heute noch was? Vielen Dank. Aber ja, das versuche ich mal einzuhalten. Und, wo wir wieder bei kaufen wären, naja, eigentlich nicht. Es war kein guter Übergang. Aber auf jeden Fall, ich habe mir ein Handy gekauft. Ich habe endlich ein Smartphone gekauft. Davor hatte ich ein scheiß Tastenhandy. Und davor hatte ich ein iPhone, was ja nicht wirklich als Telefon gilt. Ist eigentlich nur ein übergroßes, nein, überkleines, sagen wir, ein überkleines. Oh mein Gott, Damage Up. Was haben wir denn jetzt? Nein, ich will nicht beenden, bitteschön. Wir haben 4 Stück, okay. Solide. Tinted Rock müssen wir leider auslassen. Aber ja, ich habe mir ein Handy geholt und zwar, nachdem ich das Smartphone habe. Was rede ich denn da? Nachdem ich ein Nokia hatte und davor ein iPhone, was ja eigentlich kein Telefon ist, sondern ein Stück Scheiße, habe ich mir stattdessen mal ein Sony Xperia. Naja, gegönnt, sagen wir. Ich will jetzt nicht sagen, oh, Sony Xperia ist gut. Ich weiß noch nicht, ob es gut ist. Das ist ja das Problem. Ich muss. Oh mein Gott. Ja gut, wir bekommen eh kein Deal with the Devil auf den ersten Floor, also von daher ist es halb so schlimm. Wir können auch Abel benutzen. Hey du, baller doch mal den Gegner ab, vielen Dank. Und hier auch ebenso. Ja, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Und nach 5 Schüssen müsst ihr tot sein, vielen Dank. So, aber ja, ich weiß noch nicht, ob es gut ist. Aber ich kann euch ruhig sagen, ob es gut ist, wenn es denn gut ist. Also, ich gebe euch ein kleines Review, sobald ich es habe. Ich habe mir auch ein Prepaid-Handy bestellt mit, ihr wisst schon, mit diesen komischen Paketen, die man dann bestellen kann, wo man dann 5 Euro bezahlt und kriegt für 30 Tage, bla bla bla. Eben die, Pakete. Und, oh mein Gott, die Fliege. Kam mir verdächtig nah. Aber ja, das habe ich gemacht und, übrigens, das Xperia P hat eine Micro-SIM. Die neuen SIM, also die kleinen Sims. Sims. Die Sims 3! Apropos, ich mag das Game nicht. Aber ja, das hat eine Micro-SIM. Und das solltet ihr bedenken. Und es hat recht gute Specs für seinen Preis. Ich habe 250 Euro bezahlt auf Amazon. Und oh, unser Damage ist ganz schön geil. Und ja, wie gesagt, ich erwarte noch, sagen wir, ich erwarte noch, naja, die Ankunft des Telefons und mein Review dazu. Das kann ich dann in der nächsten Binding of Isaac-Folge sagen. Und noch wieder ein Helfer. Oh mein Gott. Ja, so viel dazu. Porten bringt mich in den Item Room. Und jetzt gehen wir mal nach oben und erforschen mal den Rest des Floors. Aber ja,
Ich würde sagen, wir gehen mal jetzt noch hier hoch. Eventuell, wisst ihr was, ich gehe lieber runter, besiege den Boss erstmal. Denn ich habe, glaube ich, auf diesem Floor noch keinen Schaden bekommen. Weswegen ich, und übrigens schlag mich, wenn ich falsch liege, aber ich werde jetzt erstmal zum Boss gehen und versuchen, Deal with the Devil zu bekommen. Und das ist Monstro und der ist nicht so schwer, wenn es nicht der Doppelmonstro wäre. Meine Fresse, nicht ihr. Ihr könnt auch noch jumpen, das ist ja das Schlechte. Allerdings habt ihr ein bisschen weniger HP. Einfach nur ballern, genau. Ich habe gerade gedacht, Abel hätte auf mich geschossen, beziehungsweise dachte ich, Abel könnte mich abschießen. Abel is able to shoot me. Wer Englisch kann, der versteht den Joke so ein bisschen. Aber auf jeden Fall, das habe ich gekauft, gebe euch ein Review. Hatte davor Scheiß-Handys und jetzt habe ich mir endlich mal ein gutes Handy gegönnt. Wisst ihr was, Abel? Los. Oh yeah! Und natürlich bekommen wir keinen Deal with the Devil, aber dafür einen Wirecode-Hänger. Der erhöht unsere Tiers. Signifikant. Gesundheit. Auf jeden Fall, Sony Xperia P hat gute Specs, guten Preis, aber hat ein paar Nachteile. Und zwar erstens, Mikrosim, wie gesagt, ihr könnt also, ihr müsst, soweit ich das richtig gelesen habe, ist die Mikrosim einfach nur bei der normalen SIM-Karte nur der Speicherchip, also nur das Goldene, was drauf ist. Sprich, ihr könnt theoretisch die SIM-Karte mit einer Schablone ausschneiden und könnt das als Mikrosim benutzen, aber das habe ich selber nicht ausprobiert, deswegen will ich es euch auch nicht raten, solange ihr nicht selber besser wisst. Also es besser wisst. Und dazu noch ein... Oh, Pinky Eyes, cool. Dazu noch ein anderer Nachteil, und zwar, das Ding hat keinen SD-Slot. Ihr könnt keine SD-Karten reinschieben. Also habe ich mir gedacht, hey, reichen 16 GB vielleicht aus? Und dann meinte mein Kumpel übrigens, The Rucksack Man, guter Freund von mir, hat gesagt, ja, kaufst du doch, 16 GB sind genug und selbst wenn du, selbst wenn es voll wird, kannst du ja immer noch, nicht so wie bei Apple, kannst du es direkt mit dem PC verbinden und die Apps einfach auf den PC ziehen. Also ist das auch halb so schlimm, denn Android, entgegen weitläufiger Meinung, ist eigentlich besser als Apple, denn auf Apple hast du Restrictions, Limits bis zum Abwinken und bei Android läuft alles super flüssig und ja, viel mehr Funktionen, tut mir leid, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wer sich ein iPhone holt, ist selber schuld. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir gehen mal hier nach rechts und suchen mal nach dem Boss. Und das ist natürlich jetzt Caves, was gut ist, weil Caves einfacher ist als Catacombs. Und der ist gerade beim Hochhüpfen gestorben. Das sah einigermaßen spektakulär aus. Und der ist gerade in die Luft gestorben, weil er vergiftet war. Gesundheit, Gini, hol mal ein bisschen Luft, sonst stirbst du mir daher. Aber auf jeden Fall, ich würde sagen, wir begeben uns mal so schnell wie möglich zum Boss, um mal auszufinden. Oh, oh, komm schon, Boss of Steel. Oh, Tier ist ab, oh mein Gott. Oh, zwei Räume weiter. Ich hätte mehr erwartet. Aber ich sag das mal besser nicht, sonst werde ich wieder die Troll-Engine ein bisschen sauer lassen. Aber auf jeden Fall, das Handy habe ich mir bestellt. Dazu eine SIM-Karte. Vielleicht hole ich mir irgendwann Vertrag bei O2 oder sowas. Die haben einigermaßen gute, keine Ahnung. Ich muss ein bisschen recherchieren. Und bitte, 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 tut mir den Gefallen. Oh mein Gott, das ist der Item Room. Hätte ich fast übersprungen. Oh mein Gott. Tut mir einen Gefallen und recherchiert bitte, sobald ihr was kauft. Egal was. Es ist immer wichtig, dass ihr recherchiert. Also wenn ihr ein neues Handy haben wollt, recherchiert. Wenn ihr einen neuen PC holen wollt, recherchiert. Alles. Tut nicht einfach euch das Leben leicht machen und sagen, oh, ich kaufe jetzt einfach mal das Erstbeste, was mir vor die Nase kommt. Nein. Wenn ich das getan hätte, dann hätte ich jetzt immer noch ein iPhone und würde immer noch rumlaufen mit einem... mit einem Siri, der mir noch nicht mal auf die Frage antworten kann, wie viel Uhr es ist, ohne mir zu sagen, soll ich recherchieren nach der Frage, wie viel Uhr ist es? Fragezeichen. Nein. Auf jeden Fall, das ist nur einer der vielen Fehler von iPhone. Abgesehen davon, dass das Ding überteuert ist, wie blöd. Aber auf jeden Fall, recherchiert bitte. Ich gebe euch den Tipp. Wir benutzen Necronomicon hier drin und hoffen... Oh ja, chop, 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 chop. Du bist so down, chop. Naja gut, so viel Schaden war das jetzt nicht, aber... zumindest etwas. Aber ja, egal bei was, recherchiert. Ich habe recherchiert, habe rausgefunden, hey, das Sony Xperia P ist ja ein einigermaßen gutes Handy. Das war gerade extrem knapp. Und, ja. Ich würde mal sagen, wir widmen uns jetzt wieder Binding of Isaac. Wie sieht's jetzt aus? Wir haben bis jetzt, glaube ich, nur einmal Schaden genommen. Das soll ich vielleicht nicht laut sagen. Aber wir haben bis jetzt wahrscheinlich nur einmal Schaden genommen. Und, komm schon. Deal with the Devil? Ja, hab ich so gewusst. Und was bekommen wir im Deal with the Devil? Spirit of the Night und Guppy's Paw. Spirit of the Night, auf jeden Fall. Guppy's Paw. Wisst ihr was? Das tue ich nicht. Es wäre verlockend, es ist verlockend, weil
wir... Wisst ihr was? Secret Room hatte ich auch noch nicht gesucht. Es ist verlockend, weil wir Health-Up-Pillen im Zyklus haben. Weswegen wir einen großen Vorteil hätten, wenn wir die alle in Spirit Hearts umwandeln könnten. Aber ich will das Risiko nicht eingehen, nochmal zu sterben wie beim letzten Run. Und deswegen werden wir 3 Herzen behalten. Haben wahrscheinlich eine höhere Chance, jetzt sowieso Deal with the Devils zu bekommen. Weil wir einfach jetzt ein bisschen stärker sind. Und weil wir Spirit of the Night haben, was bedeutet, dass wir uns über Abgründen verstecken können. Ihr seid tot, bitte. So. Ich hoffe, wir kommen weit genug. Aber ja, das soll so eine Art Casual-Episode werden. Das heißt, ich werde jetzt nicht, oh mein Gott, Polonaise-Typen. Nein, ich werde jetzt einfach nur versuchen, ganz casual zu spielen. Ich werde ein paar Taktiken anwenden, aber hauptsächlich werden wir so eine Art Podcast machen, wo ich zusätzlich auch noch Binding of Isaac spiele. So viel dazu. Und das soll ein wenig entspannender wirken. Wir sind alleine, das heißt, wir haben keine Leute hier beim Podcast. Und ich habe ein ganz schönes Problem damit, gegnerische und eigene Schüsse auseinanderzuhalten. Vor allem, wenn wir Abel haben, der auf uns ballert, wenn wir so stehen. Oh, Burn Penny. oh Gott. Auf jeden Fall, wir gehen mal hier rein und gucken, ob hier... Oh, Candle. Nehmen wir Candle. Das ist sehr gut gegen Isaac. Ja, das nehmen wir. Komm. Tut mir leid, Necronomicon, aber... Candle ist einfach besser. Ja, tut mir leid, Lindsay Lohan. Jennifer Lopez sieht einfach besser aus. Auf jeden Fall, ja, mit den Items erhoffen wir uns jetzt einen einigermaßen guten Run. So, vielen Dank fürs Durchlassen. Das alles gehört mir, ohne dass ich irgendwas dafür getan habe. Das TNT lasse ich hier besser explodieren. Gibt es irgendwelche News? Wahrscheinlich nicht, außer dass ich mal wieder streamen sollte. Ja, das sollte ich mal. Ich sollte mal wieder streamen. Das wäre, glaube ich, ein relativ cool, wenn ich das mal wieder machen würde. Die jumpen jetzt auf jeden Fall auf mich zu. Eventuell bekomme ich ein paar, bevor ich hier getroffen werde. Und ich habe sogar überlebt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, Drop bekommen wir natürlich keinen. Aber das ist nicht so allzu schlimm. Ihr verreckt alle hoffentlich. Und, ja. Goldenen Schlüssel. Wow. Das sieht schon mal ganz gut aus. Bitte, bitte, bitte. Ganz vorsichtig hier. Ich bleibe hier ein bisschen stehen, damit die großen Spinnen nicht rauskommen. Und als erstes mache ich das hier. Vielen Dank. Und dann mache ich das hier. Und Abel kann natürlich nicht durch die Wand schießen, aber das ist halb so schlimm. So, bekommen wir noch einen Deal with the Devil? Ich habe keine Ahnung, aber hoffentlich. Das ist Hollow und der sollte eigentlich recht einfach sein, vor allem weil es die Bombenfliegen-Version ist. Guckt mal. Das kommt bei raus, wenn man Candle hat. Oh mein Gott, oh mein Gott. Die Musik hat, glaube ich, vor lauter Lag nochmal neu gestartet. Deal with the Devil leider keinen, aber ein HP-Upgrade. Und wir gehen mal weiter und suchen mal weiter nach guten Items. Wir haben den Item Room noch gar nicht gefunden. Aber bis jetzt läuft es gut. Wir haben die Candle, wir haben Spirit of the Night. Zwei der, sagen wir, besten 20 Items im Game. Keine Ahnung, so ungefähr. Einigermaßen hohen Damage und einigermaßen hohen DPS. Was ja indirekt damit zusammenhängt. Du, dich will ich nicht hier... Wisst ihr was, haben wir uns eigentlich nicht in den Shop geportet? Naja, gut. Wir haben sowieso Schlüssel wie Hulle, also von daher. Ihr zwei seid Geschichte. Zumindest ist der eine frühere Geschichte als der andere, weil der eine schneller gestorben ist als der andere. Sagen wir, der eine ist Adolf Hitler und der andere ist Alexander der Große. Ich will jetzt nicht die beiden irgendwie vergleichen. Wisst ihr was, wir nehmen Spider-Bot auf und dann legen wir es wieder ab. Damit es aus dem Zyklus draußen ist, damit ich es nicht nochmal bekomme. Vielen Dank. Und wir suchen nochmal nach dem Secret Room. Da wir genug Bomben haben. Der ist nicht hier. Dann legen wir hier eine Bombe. Vielen Dank. Nein. Ja. Okay, was haben wir hier drin? Lauter Geld. Kein Problem. Vielen, 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 vielen Dank. So. Ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt mal ganz langsam in Richtung defeateten Boss, geschlagenen Boss. Und, gehen wir jetzt in Necropolis. Wo habe ich das gewusst? Weil Troll Engine. Vielen Dank, dass ich wenigstens eingetroffen habe. Jetzt bekomme ich mehrere. Ich hab nicht mal einen erwischt. So. Jetzt müssen wir nur noch Fistula besiegen. Übrigens, ihr müsst mal ein bisschen nachforschen, was die einzelnen, Gegner in Binding of Isaac sind. Zum Beispiel Fistula. Habe ich auch nicht gewusst. Passt mal auf, zieht's euch rein. Ein Fistula ist ein Knoten an Servietten oder an Tüchern,
die in einem Körper verlassen, also gelassen wurden. Die sozusagen so eine Art Knotentücher-Knubbel, der in einem Körper gelassen wurde und dementsprechend dann eben sich zu einem Geschwür entwickelt oder irgendwas so in der Richtung. Es war recht gruselig. Was bekommen wir hier? Minimasch, damit sind wir schneller und können den beiden Stachelboxen hier ausweichen besser. Seht ihr? Und ihr seid hoffentlich gleich Geschichte. Nicht schnell genug anscheinend. Nicht schnell genug. Geht mir aus der Sicht, Mann. So, was tun wir jetzt? Wir porten uns weg. Wisst ihr auch warum? Weil wir das nicht machen müssen. Moms Coin Purse gehört uns. Wir kriegen ein Spirit Heart. Wir holen uns wieder ein Herz zurück und kaufen außerdem noch die Tarot Card hier. Die gibt uns The Hanged Man. Damit können wir fliegen. Und wisst ihr was? Das ist auch noch nützlich. Und wisst ihr auch warum? Weil wir nicht fliegen können. Das war gerade eine Lüge. Wir können fliegen. Oh mein Gott, das war gerade ziemlich knapp. Wir bekommen ein halbes Herz, das wir nicht benutzen können. Von den Typen hier sind viel zu viele hier gerade. Gefällt mir nicht auf Facebook. So, vielen Dank. Vielen Dank. Du stirbst hoffentlich ganz schnell. Was bekommen wir denn hier raus? Zwei Spinnen. Was habe ich anderes erwartet? Und schon wieder ihr. Gut, dass ich gemerkt habe, dass da links auch noch ein Typ ist, der offensichtlich Spaß daran hat, mich abzuballern. Aber das hat irgendwie eh der Gegner in Binding of Isaac. So funktioniert das Spiel nämlich. So, ihr 3 Cents. Freut mich, dass ich die wieder bekomme. Gehen wir mal hier hoch und genau, und das Ganze wird 2 Cents und hat sich offensichtlich sehr, sehr gelohnt. Aber ja, unsere Chancen auf ein Deal with the Devil hat sich ein kleines bisschen minimiert, weil wir schon ein bisschen Damage kassiert haben. Aber nichtsdestotrotz können wir trotzdem noch bekommen. Oh mein Gott, du... Gerade 30 Meter Sprung gemacht. Usain Bolt könnte es nicht besser. Naja gut, Usain Bolt ist auch der Renner und nicht der Springer. Apropos Springer, ich mag die Bild nicht. So, ihr zwei sollt verrecken. Vielen Dank für den Nickel. Hat sich doch etwas gelohnt, hier reinzukommen, weil wir dann am Ende die 5 Cent bekommen haben. Und jetzt bewegen wir uns mal in die Richtung hier. Und ihr seid alle tot! Combo. So. Und übrigens noch ein Thema, was ich ansprechen wollte. Ich weiß, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber ich habe eventuell in geraumer Zeit vorgehabt, irgendwie zuerst einmal, was haltet ihr von Konsolen-Games? Also ich meine jetzt, ich will jetzt nicht so auf den Trip sein, so Konsole viel besser als PC oder PC viel cooler als Konsole. Ich meine, jeder hat seine eigene Ansicht bei sowas, aber ich finde, Konsole ist einfach ganz was anderes als PC. Entschuldigung, aber ich habe, wenn ich Bock habe, Call of Duty auf Konsole zu spielen, dann spiele ich Call of Duty auf Konsole. Und wenn ich Bock habe, das auf PC zu spielen, dann habe ich Bock, das auf PC zu spielen. Das sind zwei verschiedene Spiele, obwohl Call of Duty jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, gute Spiele zu machen. Aber ich meine nur, auf jeden Fall, ich habe mal vorgehabt, erstmal, also allgemein eine Capture Card oder sowas zu bekommen. Es ist schwer, wirklich eine Konsole hinzukriegen, dass man von Konsolen aufnehmen kann. Das haben nur wenige Menschen auf diesem Planeten geschafft. Einer davon heißt Tarende und den solltet ihr mal fragen, ob er eventuell irgendwann mal ein Konsolenspiel aufnimmt. Sein Kanal ist unten verlinkt. Auf jeden Fall, würde ich mal sagen, dass, also, ich würde gerne so eine Retro-Serie machen, sprich, dass wir mal, keine Ahnung, einmal in der Woche so eine Episode von Mario Party 1 oder sowas habt. Kennt es einer von euch noch? Mario Party 1 auf Nintendo 64, das beste Spiel aller Zeiten, oder Mario Party 3 oder sowas. So epische Spiele halt, die so richtig Spaß machen zu dritt, oder, und dann könnten wir so ein paar, was weiß ich, Sichten oder sowas holen und Sunny und keine Ahnung, wen auch noch. Ja, aus Clarity halt immer noch Nintendo mag. Und, ja, genau. Atofu. Jetzt. Wie er sich in. Oder sagen wir Rucksackman. Rucksackman, so müsst ihr den eigentlich kennen. Wer ihn noch nicht kennt, schämt euch. Ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Der, ups. So. Aber ja, ist ein sehr guter Freund von mir. Der, ein paar Besucher auf seinem Kanal, sehr willkommen heißen würde. Und deswegen. Besucht ihn doch mal unten. Sein Kanal ist unten verlinkt. Auf jeden Fall, würde ich das gerne mal tun. Das sind ein paar Pläne von mir, um mal ein bisschen die Lücken zu füllen. Und jetzt kommen wir zu Bloat, und der garantiert sofort schießt, wenn wir... Oh, doch nicht. Aber trotzdem, wir sollten aufpassen. Der Bloat ist sehr gefährlich. Also sollten wir nur mit der Flamme angreifen. Das sei denn, er springt. Oh Gott, die Flamme ging daneben. Und jetzt schießt der Laser, das weiß ich ganz genau. Und deswegen müssen wir unsere Flamme benutzen. Und zwar ganz genau. Vielen Dank. Oh mein Gott, das war schlimm. Ich hasse Bloat, der ist einfach so OP. So. Das hat ihn natürlich nicht getroffen, ist ja klar.
So, ich hoffe, Bloat stirbt gleich. Vielen Dank. Natürlich kein Deal with the Devil, ist klar. Ich meine das ernst. Es war nicht verdient. Aber wir gehen nochmal zurück und suchen den Secret Room. Nur um mal sicher zu gehen, dass wir den auch nicht finden werden. Oh mein Gott, das war gerade sehr knapp. Hier zwei nicht. Die zwei Plätze hier waren es nicht. Aber auf jeden Fall, wie wär's denn mit hier und hier? Oh, ja. Dort ist Greed. Das ist schlecht. So, Greed ist nach zwei Flammenstößen kaputt. Weshalb wir ihn eigentlich ganz schnell töten könnten. So, Steam Sale und wir gehen mal jetzt in den nächsten Floor. Wir haben ja nämlich nichts mehr zu tun. So. Aber ja, was erhoffen wir uns von diesem Run jetzt noch? Ein bisschen mehr Damage, keine Ahnung. Irgendwelche Items, die uns noch ein bisschen Damage geben. Aber The Depths ist schon mal gut. Das bedeutet nicht, dass wir... Das bedeutet nämlich, dass wir nur noch auf halbschwere Gegner... Halbschwer... moderat schwere Gegner treffen. Und Leaper gehören nicht dazu, zu moderat schwer. Die sind nämlich arschschwer. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür auch. Aber ja. Das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist auf gute Items hoffen. Denn der letzte Item Room steht uns bevor. Und das wiederum bedeutet, dass wir danach nichts mehr bekommen werden. Voraussichtlich. Ihr seid alle sowas von tot. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So. Ich sollte mal öfters ausnutzen, dass ich fliegen kann. Sollte ich eventuell Bloodbank spielen? Ja, einmal. Von mir aus. Und die Hangman habe ich jetzt nur benutzt, damit sie mir nicht mehr im Inventar klebt. Scheiß Ding. Candle. Aktiviere, wenn ich sage, das wird sich aktivieren. Vielen Dank. So. Ja, ich krieg beide. Vielen Dank. So. Da ist der Boss. Und die Chest, die nehme ich mir glatt sofort in meinen Besitz. Und das da war gerade die Strafe dafür, dass... Jesus Christ! So, vielen Dank. Das ist leckt wie blöd bei drei Gegnern. Vielen Dank. Ich brauche Herzen und zwar ganz dringend. Ich muss die Bloodbank in die Luft jagen. Ganz dringend. Vielen Dank. So, danke für das Herz. Jetzt gehen wir hier hoch und ballern das TNT ab. Kabum. Matchstick. Wir haben Points per, Mom's Purse, so heißt das Ding. Das heißt, uns macht es nicht viel aus, wenn wir zwei Trinkets haben. So, jetzt hoffentlich der Leaper. Na komm schon. Leaper. So, was haben wir im Item Room? Im Item Room haben wir Telepathy for Dummies. Das ist das wohl schlimmste Spacebar-Item aller Zeiten. Also haben wir in der Hinsicht geloost. Aber wir haben immer noch ein paar Räume zu erforschen und einen Shop zu besuchen, wo wahrscheinlich eh Greed drin ist. So. Secret Room eventuell. Nein, okay, dann wird er hier oben wahrscheinlich irgendwo sein. Oh, ihr seid einfache Gegner, vielen Dank. Ich kann euch übrigens durch die Scheiße angreifen. So. Letzter Candle Shot, vielen Dank. Ich kann nicht glauben, dass ich mit dem Candle immer noch Schaden bekomme. Also, das war jetzt nicht darauf bezogen, dass... oh mein Gott. Das war jetzt nicht darauf bezogen, dass ich gerade Schaden bekommen habe, weil ich das nicht getan habe. Aber ich wollte nämlich nur allgemein sagen, dass ich eine ganz schön schlechte Situation bin dafür, dass ich die Candle habe. Und die Schlüssel nützen uns gar nichts mehr. Ihr seid hoffentlich gleich tot. Macht mir nämlich ganz schön Angst. Aber naja, gut. Ich kann auch hier unten sitzen. Vielen Dank, Candle. So, danke. Musste ich ja jetzt unbedingt noch Schaden bekommen. Komm schon. Grr. So. Da ist ein Arcade. Den können wir zumindest mal ausnutzen. Und, ja, vielen Dank. Und uns ein wenig... Oh, Fortune Teller. Ja. Garantiert. Curved Horn. Zwei Schlüssel. Gefällt mir sehr. Was macht die Karte? Das ist der Chariot. Und die können wir ausnutzen. Und zwar hier. Vielen Dank. Immer weiter damit. Vielen Dank. Und nochmal. So. Jetzt weiterspielen. Und wir sehen uns gleich.
So, wir sind wieder aus der Arcade draußen. Mein Mund ist so trocken. Und ich habe mich runtergelevelt auf ein halbes Herz, damit ich das Item hier drin bekomme. So, jetzt können wir uns rausporten und können in den Secret Room. Und dort bekommen wir noch 3 Cents dazu. Und jetzt werde ich mal gucken, was ich jetzt noch anrichten kann, außer einfach hier ein paar Leute besiegen. Hey du, du bist ein Leute. Vielen Dank. So, jetzt müssen wir nur noch wieder zurück auf volle Herzen kommen, beziehungsweise müssen nicht, aber sollten. Aber wir haben genug Spirit Hearts, als dass das nicht so allzu gruselig sein sollte, mit nur 2 roten Herzen rumzulaufen. Ist hier noch irgendwas? Nein, hier ist rein gar nichts. Deswegen bewegen wir uns jetzt mal noch nach oben. Und anschließend ganz schnell diese Typen besiegen, ansonsten vielen Dank. Hier ist nur noch der Shop. Die Leaper sterben hoffentlich so schnell wie möglich. Vielen Dank, dass ich keinen Damage bis jetzt kapiert habe. Das war knapp. Mom's Pearl auf jeden fucking Fall. Und wir gehen hier rein und bekommen die Map. Bekommen eine Bombe. Bekommen eigentlich alles. Ich meine, ich habe genug Geld, also von daher. Und die Tarot Card auch noch. Und das ist Wheel of Fortune. Da können wir spielen. Und wisst ihr was? Das werde ich tun. So, wir haben eine Pille rausbekommen. Was macht die denn? Pretty Fly. Yeah, das habe ich mir vorgestellt. Auf jeden Fall, was wollen wir denn jetzt haben? Wir haben Mom's Pearl, Pinky Eye und Curved Horn. Curved Horn, wie ihr sehen könnt. Moment, guckt mal die Größe meiner Tiers jetzt an. Und jetzt an. Ihr seht, das ist ein kleines bisschen kleiner, weil wir ein Damage abbekommen. Und, aber Mom's Pearl will ich auf jeden Fall. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich giftige Tiers oder ein Damage abhaben will. Ich glaube, ich, obwohl, wisst ihr was? Wir gehen mit Pinky Eye. Damage Up können wir noch bekommen, aber Giftschaden gibt es nie so richtig realibel. Deswegen werde ich mal damit weitergehen. Und jetzt gehen wir zum Mom und besiegen die Mom. Wir werden eine Leichtigkeit mit der haben, einfach weil wir die Candle haben. Und da gibt es ja diesen bestimmten Trick, den man benutzen kann. Und A, B, C. Und deswegen werden wir uns jetzt mal unten begeben. Haben ordentlich was abgesandt auf dem Floor. Allerdings eben, wie gesagt, kein Deal with the Devil in geraumer Zeit. Das ist natürlich die dumme Mom, die extrem nervig sein kann. Giftschaden, bitte. Gib uns das, was wir brauchen. Liebe, Bier und Zocken. Und das war's. Wir bekommen Squeezy. Es gibt uns wieder Tears Up und 2 Spirit Hearts. Und ach du Scheiße, das ist perfekt. So, jetzt müssen wir aber leider von Pinky Eye verabschieden. Und weil Spirit Hearts einfach viel besser sind, muss ich leider Pinky Eye ablegen und Moms Pearl behalten. Und das wird ganz offensichtlich ein XL-Floor. Oder ich habe einfach nur den Riesenbug. Ja, ist ein Riesenbug, okay. Dann ist er halb so wild. Dann nehme ich einfach mal einen Schluck von meinem Wasser. Ich hoffe, ihr seid alle noch sehr, naja, spannungserfüllt. Spannungserfüllt da. Aufgeregt. Pink Glitch, vielen Dank, dass du so pink bist. Auf jeden Fall, mit der Map wissen wir jetzt wenigstens, wo was ist. Beziehungsweise wissen wir, wo etwas ist. Nicht direkt wissen wir, was wo ist. Und unser kleiner Trick, um zu verhindern, dass wir von Gertie Jr. Schaden bekommen, und zwar die Bomben legen. Ist einigermaßen realibel. Vielen Dank. Oh mein Gott! Das sage ich, bevor ich Schaden bekomme von... Ja, ihr wisst schon. So. Wenigstens muss ich mich nicht mehr drum kümmern, den Secret Room zu suchen. Den kann ich nämlich jetzt einfach nur so besuchen. Ohne, dass ich gleich das Navi rausholen muss. Ihr seid alle nervig. Und vor allem mit den Turrets ist das extrem nervig. Aber wenigstens... Oh mein Gott, was war das denn gerade? So, vielen Dank. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt in den Secret Room gehen? Und darauf hoffen, dass da einigermaßen was Gutes drin ist. Greed ist nicht gut. Und ich gehe auch nicht das Risiko ein, dass ich ganze Herzen verliere, indem ich nur... Wenn, dann bekomme ich nur Münzen zurück. Also das will ich auch nicht eingehen. Und wir haben Spirit of the Night. Eigentlich sollten wir über den Stein bleiben und die ganze Zeit ballern. Aber weil ich so ein Risky Mate bin, mache ich das natürlich nicht. Range Up ist immer cool. So. Gertie Jr., du bist ungefähr 5 Kilometer groß, aber die Steine sollten uns helfen, dich zu besiegen. Oh. Sicherheitsabstand bitte. Und ich habe gerade gedacht, ich kann das Feuer durch die Steine rasen lassen. Aber nein, das ist leider nicht der Fall.
Gadi! Vielen Dank, dass du stirbst. Das war gerade übrigens eine Aufforderung. Goddammit! Vielen Dank. So, dort gibt es uns ein Herz. Und The Empress. Und das ist der Fluch für eine Runde. Für eine. Oh, Eternalheart! Das will ich haben. Oh mein Gott. Scheiß Raum! Scheiß Raum! Alert! Emergency! Emergency! Zwei Herzen auf einmal, komm schon. Zumindest eins. Oh! Jackpot. Home Run. Tschüss. Spirit Heart. Vielen Dank, Mom's Pearl. Auch wenn du das vielleicht gar nicht warst. Ist mir egal. Auf jeden Fall, Eternal Heart dürfen wir nicht vergessen. Das sammle ich so ein, sobald wir den Boss besiegt haben. Ihr drei seid Geschichte. Also du bist ja so einfach. Verarschen lasse ich mich aber von keinem. Vor allem nicht von der Turret. Und deswegen, boom. Danke für den Schlüssel. So. Jetzt müssen wir nur noch die drei Diktas hier besiegen und dazu, oh mein Gott. Komm mir nicht zu nah! Und dazu überlegen, wo wir jetzt hingehen. Du lohnst dich sogar. Lohnst dich sogar, aber ich werde es trotzdem nicht tun, weil ich keinen Bock habe zu fighten. Vor allem müssen wir drei Bosse besiegen. Das wäre beschissen. Uah! Warum brichst du mir das Herz? Weil da deine Maske verschwindet. Das hat so. Das war so tief gerade. Und zwar. Das war nicht mit Absicht total philosophisch. Okay, Abel. Kannst du diesen Typen mal. Sag mal. Genau, vielen Dank, vielen Dank. So. Wir sollten ans Eternal Heart denken. Das ist Conquest. Das ist kein einfacher Boss. What a horrible night to have a curse. Ich weiß. Mir ging das damals auch immer auf den Sack. Ah, nee, ich habe ja gar kein NES. Conquest, sag mal, hackt oder was? Hast du einen Lappen oder was? Hast du nicht alle Tassen im Schrank? Hast du nicht alle Behälter im Dings? Keine Ahnung. Du stinkst, Conquest. Du bist ein... Und wir kriegen ja noch das Pony von dem. Was doppelt schlimm ist. Oh mein Gott. Zum Glück habe ich da keinen Schaden kassiert. Und bitte, bitte, bitte. Na toll. Und natürlich geht er nochmal hoch und jetzt bekommen wir einen Hit rein. Ah, doch nicht. Ah, sag mal. Ich hasse Conquest wie Pest. Geh von mir weg, Conquest! So, wo kommt er jetzt raus? Der kommt immer da raus, wo ich bin. Jetzt, wo ich es weiß, ist es auch noch einfacher zu dodgen. So, vielen Dank, dass du tot bist, Conquest. Vielen Dank für das Spirit Heart. Vielen Dank für das Pony, das wir überhaupt nicht nutzen können. Eternal Heart, das hole ich mir jetzt noch. Und wisst ihr was, wir gehen in den Bossraum. Einfach, weil wir die Chance dazu haben, ein einigermaßen gutes Item zu bekommen. Hoffentlich, komm schon. Bitte keine Scheiße, bitte keine Scheiße. Ist nicht unbedingt cool, wenn ich gefühlte 16.000 Cent bekomme. Ich meine, ist ja jetzt cool, dass ich nichts Schlechtes bekommen habe. Also, beziehungsweise nicht gar nichts bekommen habe, aber... Entschuldigung, aber da kann ich ein bisschen mehr erwarten. So, Chubb ist gleich tot. Genauer gesagt, er ist tot. Und jetzt müssen wir nur noch Piep besiegen. Nein, ist sogar Monstro, okay. Oh mein Gott. Nicht, bitte nicht zwei Monstros auf einmal. Und zwar normale Monstros. Normaler Health. Vielen Dank. Ihr zwei kriegt, was ich schon immer mal wollte. Nämlich Leidenschaft. Eine traurige Geschichte. Erzählt von Axis One. Ihr, einer von denen müsste gleich tot sein. Vielen Dank. So, der zweite müsste auch gleich sterben. So, zwei Bomben. Hat es gelohnt? Nein. Wir gehen jetzt mal in den nächsten Floor. Aber nicht bevor wir das Eternal Heart gekriegt haben. Gegrapscht haben. Und wenn schon, denn schon, kann ich auch gleich ein paar Sachen in die Luft jagen. Whee, whee. Schade. Okay, wir bewegen uns zum BOSS-Raum. Und dort gehen wir in den Utero 2 oder in Womb 2, keine Ahnung, eins von beidem. Und, ja, ich würde mal sagen, wir haben so eine kleine Chance, wenn wir uns anstrengen, wenn wir uns richtig anstrengen, was ich eigentlich nicht diesen Run tun wollte, dann haben wir durchaus eine Chance. Und dich jage ich in die Luft, den habe ich nämlich keinen Bock mehr zu spielen. Vielen Dank.
zwei Gurdies sind Mist. Vor allem wenn... Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich könnte abhauen, aber ich will's nicht, weil ich sonst nochmal die Gurdies besiegen müsste. Aber ich bekomme Schaden, wie blöd, aber ich kann mich auch heilen. So vieles spricht dafür und so vieles spricht dagegen. Gott. Einer von denen ist tot, das ist schon mal gut. Zwei von denen ist schon mal tot, das ist gut. So. Was haben wir denn hier drin? Noch ein Eternal Heart, das wir allerdings nicht beschützen können. Und ich habe auch keinen Bock, mich nochmal rauszubomben. Reinzubomben, meine ich. Deswegen werde ich es direkt aufnehmen. Und hier sind 9 Cents drin, die ich nicht schlechter gebrauchen könnte oder weniger gebrauchen könnte. Du wirst mich garantiert gleich treffen. Nein, Spirit Heart. Okay, wir haben doch eine Chance, Eternal Heart zu verteidigen. Und ihr Dickdas seid hoffentlich gleich, gibt es eigentlich eine Unterentwicklung von Dickda? Nein, gibt es nicht. Gibt es ja eine in Black and White? Ich habe keine Ahnung. Oder Black and White 2. Ist das hier. Bad Gas. Ich habe gehofft auf Balls of Steel. Aber ich hoffe falsch manchmal. Oder ich hoffe zu viel, würde ich mal sagen. Und denke zu wenig. Aber ja, gibt es eine Unterentwicklung von Dickda oder irgendeine dritte Entwicklung von Dickda? Das würde mich mal interessieren. Wenn einer von euch Black and White gespielt hat, bitte. Also, beziehungsweise Schwarz-Weiß, falls einer von euch kein Englisch kann. Pokémon Schwarz-Weiß, ich will wissen, ob es eine Unterentwicklung oder eine dritte Entwicklung von Dickda oder was auch immer gibt. Bitte sagt mir, da gibt es eine. Lügt mich an, wenn es sein muss. Okay, da ist unser Eternal Heart. Den Bach runter. Das bedeutet, 6 Herzen müssen wir auskommen mit. Vielen Dank, Spinnen, dass ihr so schnell tot geht. So. Zumindest sind wir wieder bei vollem Leben. Ihr zwei solltet nicht so schwer sein, wie ihr gerade gewesen seid. So, vielen fucking Dank. Kann ich gleich wieder zurückgehen und das Herz holen. Dankeschön. Und ich weiß nicht, ob Abel jetzt wirklich so ein gutes Item ist, aber... Naja. Wir haben ihn, also... Ihr zwei seid nervig wie Kacke. Ich hoffe, ihr sterbt gleich. So. Candle. Da ist natürlich rein gar nichts gemacht. So gefällst du mir. Jetzt will ich gleich eine Killing Spree sehen von meinem Candle. Also wirklich so mitten durchrennen, dann wasch, 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 wasch. So wie das gerade so ungefähr. Boom. So will ich das sehen. So, was jetzt? Genau so. Hat nicht wirklich was gebracht, aber naja, gut. So, jetzt noch 2 Stück von denen. Hätte ich jetzt Schaden bekommen, dann hätte ich mich selber geschlagen. Tue ich doch sowieso, aber dann hätte ich es doppelt so oft getan. Das war eine Trollbomb, deswegen hasse ich Envy. Oh, Loki. Ja, Mom's Pearl. Eigentlich müssten wir ein bisschen mehr Spirit Hearts bekommen als nur das. Komm schon, spawn. Spawn. Eine Bombenfliege. Ja, genau. Boom. So, da kommen wir leider nicht rein. Außer, naja gut, Secret Room ist da oben. Nützt uns auch nichts mehr. Na gut, dann heißt es jetzt einfach nur zum Gegner. Die Spinne hat mir gerade Schaden gemacht. Verfickte Scheiße. Sorry. Ich wollte eigentlich nicht mehr fluchen. So. Einer von denen ist tot. Und es ist eine Library. Das ist Book of Revelations. Book of Revelations. Vielen Dank. Oh. Vielleicht behalten wir die sogar. Ich habe keine Ahnung. Nein, doch nicht. Wir behalten sie nicht. Wir nehmen die Candle. Zu offensiv, als dass wir es ablegen könnten. Aber zumindest das Spirit Heart war einigermaßen hilfreich. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. So, du stirbst hoffentlich ganz schnell. So, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. So, Tarot Card ist The Tower. Und das machen wir ja mal. Einfach so, weil ich Bock dazu habe. Bum, 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 bum. Und da habe ich doch gewusst, dass hier ein Spirit Heart versteckt ist. Das heißt so viel wie, ich bin eine glückliche Sau. Komm schon, ich habe Angst vor den Gegnern. Oh, habt ihr den Schuss gesehen? Habt ihr den Schuss gesehen? Zwischen zwei Steinen durch und an Schweinsteiger vorbei und... Ihr wisst schon. Hey, du. Du stirbst. So, wir sind bei Mom's... Mom's Pearl, wollte ich gerade sagen. Mom's Heart. Und das sollte einigermaßen einfach werden, der Fight. Allerdings habe ich Angst vor den Lasern hier. So, vielen Dank. Und los geht's. Und da war keine Bombenfliege dabei. Das heißt, die sind nicht in die Luft geflogen, leider. Und jetzt. Bombe. Genau, oh mein Gott. Habt ihr... Oh. Das kotzt mich jetzt aber sowas von an. Habt ihr gesehen, wie ich gerade Monster in mich reingebombt habe? Und ich muss mich jucken. Ah, ich meine, mich kratzen.
Monstro! Bombe! Kaboom! Und Lag wie blöd. Aber ich weiß ganz genau, dass ich gewinnen werde, wenn ich so weitermache. Und das war gerade schlecht. Einfach weiter bomben. Candle. So. Und weiter geht's. Gleich haben wir sie runter. Ja, genau. So will ich das haben. Jetzt einfach die ganze Zeit angreifen und Schaden kassieren. So funktioniert das in Binding of Isaac. Wenn man Schaden kassiert, gewinnt man. Mein Witzegrad nimmt ab, sobald ich sauer werde. Kaboom! So, wir bekommen ein Herz und gehen in die Kathedrale. Cathedral. So, wir gehen in Secret Room. In Richtung Secret Room erstmal. Ihr zwei sterbt hoffentlich ganz schnell. Ah, ich hab's gewusst, ich noch da. So. Oh mein Gott, ich werde hier drin Schaden bekommen. Ich werde hier drin Schaden bekommen. Ich werde so hart Schaden bekommen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe eventuell eine Chance, wenn ich die andere weiße Fliege hier abballer. Genau die da. Denn die war geschwächt, aber trotzdem. Ich muss auf 6, 8 Sachen auf einmal achten. Meine Güte. 6, 8, 10, 12, 14. Meine Güte. Der Satz war echt schwer. Sag das mal. 6 Sachen auf einmal achten. Es reimt sich und andere Dinge auch. So. Vielen Dank, dass ich gerade 3,5 Herzen in einem Raum verloren habe. Greed, du kannst mich mal kreuzweise. Greed 2, the Revenge of Greed. Nein. Die Wait for it Night. Du kannst mich mal, Greed, okay? Du kannst mich einfach mal. So, ihr zwei seid kacke. Komm. Mitten rein. Ja, genau. Polaroid! Ich hab nur noch ein halbes Herz. Ist das ein gutes Zeichen? Nein. Ich könnte hier drin nämlich verrecken. Oh mein Gott, das war gerade sowas von scheiße knapp. Gemini. Nope. Könntest du... So, Herz. Vielen Dank. Was jetzt? Hier ist der Bossraum. Aber... Oh mein Gott. Ich muss jetzt ganz schnell die ganzen weißen Fliegen abballern. So, zumindest du. Komm schon. Dankeschön. Okay. Da gehe ich down. Das war's. Das war mal wieder. Naja, es ging. Es waren ganz gute Items dabei, aber anscheinend habe ich nichts draus gemacht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen bei Binding of Isaac. Beim nächsten Mal hoffentlich mehr Glück. Keine Ahnung, ich kann immer nur hoffen. Naja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. See ya.